Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, Kolleginnen und Kollegen und vor allem liebe Gäste. Die AfD agiert gegen Deutschland. Die AfD ist Handlanger für ausländische Diktatoren. Die AfD ist keine Alternative für Deutschland. Sie beschreiben sich hier als die Demokraten oder Patrioten, aber dabei kann sich Ihr Spitzenpersonal oder sollte man besser sagen Spitzelpersonal noch nicht mal entscheiden, für welchen Diktator es jetzt die größten Sympathien hat, meine Damen und Herren. Und wir haben es gerade wieder gehört in der Rede des Kollegen Keuter. Sie stellen sich hier im Plenum wahlweise entweder als die rechtsstaatlichen Saubermänner oder als die armen Opfer dar. Aber schauen wir uns das doch mal an. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Gegen drei ihrer Mandatsträger sind rechtskräftig verurteilt. 10 Urteile sind gerade in Berufung und fast 30 Mitarbeiter oder Mitglieder ihrer Partei haben Urteile in erster Instanz. Dabei geht es um Waffendelikte, um Körperverletzung, um Freiheitsberaubung. Sie sind nicht die Opfer, sie sind Täter, sie sind Brandstifter, meine Damen und Herren. Sie agieren in jeder Hinsicht gegen Deutschland und gegen die Menschen in diesem Land. Und wie düster sähe es hier in Deutschland aus, wenn die rechtsextremen Diktatorenfreunde der AfD was zu sagen hätten? Machen wir doch mal kurz einen Faktencheck. Mit der AfD würden die Renten nämlich massiv sinken, würde das Rentenalter steigen. Mit der AfD gäbe es keinen Mindestlohn, keine Tarifverträge. Mit der AfD wäre Deutschland kein EU-Mitglied mehr, also auch kein freies Reisen mehr möglich. Mit der AfD gäbe es hier den Euro nicht mehr, dafür aber Zölle auf deutsche Produkte, dafür Abwanderung von Firmen, dafür massive Jobverluste. Mit der AfD würden den Betrieben die dringend benötigten Fachkräfte aus dem Ausland verfehlen. Und mit der AfD würden Millionen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, aus unserem Land vertrieben werden, weil sie ihrem ekelhaften völkischen Weltbild nicht entsprechen. Und man kann gar nicht oft genug sagen, wie widerlich diese Deportationsfantasien sind, meine Damen und Herren. Liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie sehen, die AfD ist eine reale Gefahr. Sie bedroht hier die Existenz und das Leben von Millionen von Menschen. Unser Land, unser Wohlstand würden kollabieren. Unsere Demokratie, unsere Freiheit würden untergehen. Und wir im Plenum sehen das hier jeden Tag. Die AfD sitzt hier und arbeitet entweder gar nicht oder für fremde Mächte. Das ist eine Gefahr für die Sicherheit Deutschlands. Und werden wir hier mal konkret zum Fall Büstrem, wenn sich ein AfD-Bundestagsabgeordneter kaufen lässt, um als Komplize Putins hier russische Interessen durchzusetzen, um Kriegspropaganda zu verbreiten, gefährdet das eindeutig die Sicherheit Deutschlands. Und auch zum immer wiederkehrenden Fall Höcke. Wenn sich der AfD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag absichtlich, das ist kein Vergessen, wenn er absichtlich die Rhetorik der SA und Hitlers nutzt, wenn er den rechten Terrormob aufmiegelt, gefährdet das immer wieder die Sicherheit Deutschlands, meine Damen und Herren. Und natürlich zum Fall Kra. Wenn ein AfD-Europaabgeordneter einen chinesischen Spion als seinen engsten Mitarbeiter einstellt, wenn er jahrelang im EU-Parlament nicht nur für China lobbyiert, sondern auch immer wieder im Sinne Chinas abstimmt, gefährdet das die Sicherheit Deutschlands. Und wen wundert es denn dann noch, dass gerade gestern, diesmal war es die Staatsanwaltschaft Dresden, 2 neue Vorermittlungen gegen Herrn Kra gestartet hat zu Zahlungen aus Russland und China. Das, meine Damen und Herren, das ist der Verrat an unseren Interessen und Werten. Und es reicht nicht, wenn die AfD-Spitze jetzt heuchlerisch versucht, ihren Spitzenmann im Europawahlkampf zu verstecken. So jemand hat in einem Parlament, so jemand hat in politischer Verantwortung nichts zu suchen. Wer gegen das eigene Land spioniert, der muss zur Rechenschaft gezogen werden. Meine Damen und Herren, die AfD wütet gegen unsere Freiheit, gegen unsere Demokratie, gegen unsere Menschenrechte. Die Schlussfolgerung daraus ist meines Erachtens ganz einfach. Die AfD hasst Deutschland und will unserem Land schaden. Aber seien Sie sich sicher, der Rechtsstaat, der wird sich um die Kriminellen, um die spionierenden AfDler kümmern. Die größte Macht aber liegt bei Ihnen, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Es liegt in Ihrer Hand.
Eine Stimme gegen die AfD ist eine Stimme für Deutschland, ist eine Stimme für Wohlstand, für unsere Demokratie, für unsere Freiheit. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aktuelle Stunde und bedanke mich bei allen.